So, hallo die Leute. Von mir gibt es einmal wieder was Neues. Wie man sagt, ich habe da einen Freischneider dabei. Mit einem Häckselschwert. Oder wie sagt man, Häckselmesser. Und der Plan ist heute, dass wir da oben, wo wir die letzten Jahre schon gepflanzt gehabt haben, da mal alles freischneiden. Weil da sieht man, das wuchert jetzt dann schon langsam brutal umeinander. Da kennt man fast die Bäume nicht mehr. Da gehe ich jetzt einfach jede Reihe für Reihe durch. Und schneide da mal mit dem Freischneider das alles zusammen, wechselt es klar. Und ja, damit das auch wieder besser ausschaut. Genau, und dann muss ich heute auch noch tun. Jetzt haben wir schon einen 25. April inzwischen. Das Wetter ist jetzt langsam wieder wärmer. Das heißt ja, dass der Borkenkäfer wieder fliegt. Und zwar ja mal die kritischen Stollen abgehen, schauen, ob ein Bohrmehl an die Baumstümpfe dran hängt und dass wir da rechtzeitig dann das sehen können, wenn da was fällt. Genau, so schaut's aus. Das machen wir So, erstes Ergebnis. Also ich finde, das kann sich sehen lassen. Ich bin zufrieden mit dem Häckselmesser, macht seinen Job. Kann man nichts sagen. Ich habe jetzt alles einigermaßen freigeschnitten. Leider habe ich auch, ja, das ist das erste Mal, leider auch ein Douglasiet erwischt. Hilft nichts. Schauen wir mal, ich glaube, die kann schon gar noch mal was werden. Die haben da recht hart im Nehmen bei sowas. Aber sonst, meistens ist es anstrengend, aber man schafft ja was. Also, das erste Stück war das jetzt ungefähr nochmal dreimal so viel oder viermal. Dann habe ich es für heute eh schon wieder. Und ja, dann steckt man sie. Habe ich die Leute. Von mir gibt es auch mal wieder was Neues. Ja, ich habe jetzt ein paar Wochen nichts machen können, weil mich der scheiß Corona gepackt hat. Da habe ich überraschenderweise schon ziemlich niedergestreckt. Jetzt war ich da gut. Ja, zwei. Drei Wochen außer Gefecht. Jetzt ist ein Haufen Arbeit und wollte draußen liegen bleiben. Aber nein, hilft nichts, kannst du nichts machen. Man sagt jetzt, da ist ein ziemlicher Urwald inzwischen. Der wird eigentlich schon vor ein paar Wochen rausschneiden, das ganze Kreuzzeug weg, damit das wieder gut wachsen kann. Aber jetzt inzwischen ist das alles ganz schön eingewuchert. Das ist eigentlich ziemlich kacke. Aber mei. Drum ist jetzt höchste Eisenbahn, dass wir wieder freischneiden. Ich habe jetzt da wieder unseren Freischneider FS94 dabei. Ein bisschen Sprit und Dringer, ganz wichtig. Und jetzt werden wir da einmal anpacken, dass das wieder ein bisschen sauberer ausschaut. Gut. So. 2 Stunden später. Jetzt habe ich das meiste ausgeschnitten. So, dass die Kleine wieder ein bisschen Licht kriegen. Das war jetzt echt dringend nötig. Teilweise habe ich schon nicht mehr gefunden, weil die Starren 3 Meter hoch waren. Aber mit dem Freischneider ist es recht gut gegangen. Kannst du die durchleuchten. Schaut das wieder einigermaßen ansehnlich aus. Genau. Ja, das war es eigentlich schon wieder. Jetzt im Sommer gibt es halt eigentlich ein bisschen weniger zum Filmen im Wald. Das meiste ist eben, dass man den jungen Bestand pflegt. Schauen, ob Käferbaum da sind, aber sonst gibt es eigentlich nicht viel. Kirsten müssen wir nicht oder was. Von dem her, ja. Würde ich mal sagen, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. So, habe die Ehre, Leute.
Heute ist Mittwoch, der 25. Mai und ich tue wieder freischneiden. Also letztes Mal wieder umfreigeschneiden, wenn man das sieht. Und jetzt habe ich das letzte Stück da noch, dass das wieder gut ausschaut. Alle Bäume, die haben wir vor 3 Jahren gesetzt, wenn ich mich richtig erinnere. Die haben alle eigentlich recht schön. Ein paar Ausreste sind immer dabei, die wollen mal ein bisschen abgefressen werden, aber die kommen dann schon durch hier. Das dauert wieder ein bisschen, mit dem mal keinen Zaun hier, aber das wird schon. So schaut das da aus, die Douglasien kommen super schön. Eine Sache ist mir jetzt aufgefallen, die wo ich fast befürchtet habe. Nämlich da, wo ich letztes Mal ausgeschnitten habe, sagt man da, da hat die kleine Douglasien vor einem Reh verfickt worden, also mit dem Geweih hat das da hingewetzt. Die Rehe, die mögen die Douglasie besonders gern, weil die hat so eine, ja, für die riecht die Rinden von den jungen Douglasien sehr gut anscheinend. Die hat irgendwie ätherische Öle, das zieht die nicht richtig gut an. Und die ist ihm zum Opfer gefallen. Ich habe mir das schon fast befürchtet, wie man da so nachhimmelt und es schön weggemacht, dass die dann da mehr hingingen. Weil eigentlich die letzten Jahre habe ich es ein bisschen mal so gemacht, dass ich da immer ein bisschen Dornen und Brombeerenzweige ein bisschen still lassen habe, dass das da ein bisschen geschützt ist. Das werde ich jetzt auch wieder machen, das habe ich da unten jetzt auch wieder gemacht, dass ich einfach ein bisschen weiter umherum ausmache, dass da ein bisschen ein natürlicher Schutz ist und dass die Rehen immer so gern hingehen. Weil durch die Dornen gehen sie auch nicht so gern. Und dass das da ein bisschen hoffentlich besser geschützt ist. Aber naja, sonst eigentlich, das ist der einzige, wo ich gesehen habe, was verfickt worden ist. Sonst schaut es eigentlich relativ gut aus, was wir da jetzt haben. Also, da sieht man schon Lärchen da oben, aber Buchen. Ein bisschen was ist angefressen worden, aber jetzt grundsätzlich glaube ich, passt das schon. Was mit den Kameraden ist, weiß ich noch nicht. Lärche, die ist jetzt eigentlich nicht verfickt oder irgendwas. Aber den mag anscheinend nicht mehr. Der ist noch schön grün. Naja, ein bisschen Ausfälle aus dem immer dabei, hilft nichts, müssen wir ihm, wenn sie es nachpflanzen, wenn er nicht mehr kommt, aber dem gebe ich noch ein bisschen. Gut, und ich fahre jetzt wieder die nächste Baustelle, unten haben wir noch mehr zum Freischneiden, dass wir da mal weiterkommen. Gut, adieu.
So, jetzt bin ich fertig mit dem Gräbern. Und jetzt mag ich einen. Jetzt gelangt mir erstmal wieder mit dem Freischneiden. Jetzt haben wir alle Anpflanzungen wieder von den ganzen Gräbern zeigt, befreit, dass das wieder recht gewandt wachsen kann. So, ich bin fertig, weil das ist da ein bisschen anstrengend. Aber wenn das eigentlich relativ bequem ist, noch mit dem Freischneiden, mit dem guten Gurt, macht es doch ein bisschen aufs Kreuz. Aber hilft ja nichts. Also vielleicht noch ein abschließendes Fazit nach ungefähr 10 Stunden mit dem Freischneider und mit dem Häckselmesser oder Mulchmesser. Ich weiß noch mal, ob schon gut hergenommen jetzt. Ja, bandiges Teil. Power ohne Ende, haut alles weg. Also du kannst überall natürlich hatzen, jetzt magst du sogar kleine Bambi kann. Da ist zwar natürlich das Kreissägen ein bisschen besser, da wäre ja vorne, da wo noch ein bisschen eine größere Anpflanzung ist, da haben zwischendrin ein paar Bäume, Birken angeflogen und so Zeug, die wäre mit dem Kreissägen ein bisschen auszuschneiden. Es geht dann mit dem relativ gut. Sonst, also negativ kann ich nichts sagen, es ist echt gut, dass wir den kleinen Schaft genommen haben, weil natürlich mal schneidest du einmal einen Stumpf oder was rein mit dem Kreissägen, weil das siehst du einfach nicht unter den ganzen Dornen stauen zeigt. Und dann tut das schon ein kleiner Stoß, aber mit dem kurzen Schaft und mit dem Stabiler, da fällt es eigentlich wenig. Da hätte ich jetzt bei dem langen, normalen Freischneider-Ausführung hätte ich da jetzt schon mehr Bedenken. Aber so, kein Problem. Spritverbrauch passt auch, mein Gott, das habe ich jetzt durch, dann vielleicht 2-3 Liter geschätzt, die 10 Stunden. Ja, vielleicht ein 4, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Schneid habe ich jetzt nicht nachgeschnitten seitdem. Das hat ich sie. Ja, genau, das war es erst mal wieder. Und da ist auch ein Dank fürs Zuschauen. Hat mich gefreut. Schauen wir, wie es nächste kommt. Habe ich dir recht.